Hey, hey, ich bin's wieder, eure Lea. Wir sind heute mal auf einem Streetfood-Festival in Wuppertal. Richtig? Ja. Ja, es ist recht leer, würde ich sagen. Mal sehen, wie das hier so ist. Wir haben gerade schon die Stände so überflogen. Das sieht dafür aber sehr gut aus. Wir fangen direkt an. Und was haben wir uns entschieden? Argentinische Empanadas, richtig? Ich hole mal welche und dann gucken wir, wie das so schmeckt, was da so ist. Mal sehen. So, ich habe jetzt zwei Empanadas geholt. Einmal Caprese, das war Tomate, schieß mich tot, Tomate, Basilikum, Mozzarella und Hackfleisch, cheesy Hackfleisch. Ich kann das Schild von hier lesen, wenn der Typ weggeht. Rinderhackfleisch, Zwiebeln, Mozzarella und Cheddar-Käse. Also eine vegetarische Variante, eine mit Fleisch. Ich weiß nur leider nicht, welche ist. Wir gucken mal. Sieht auf jeden Fall gut aus. Oh, voll weich. Also hier ist natürlich hart und der Rest ist richtig weich. Riecht gut. Mega. Ich glaube, das ist die Fleischvariante. Ich habe Angst, dass ich jetzt voll rumsaue. Geil. Das ist auf jeden Fall die Fleischvariante. Ich hätte gedacht, dass da auch Soße bei ist. Steht nicht drauf. Richtig dumm, warum ich das gedacht habe. Das ist richtig lecker. Geil. Und dann so der Käse, der so auseinanderzieht. Mm. 3,50 pro Ding. So. Jetzt muss ich aufhören, damit der Lars auch noch was kriegt. Ich gehe das mal hier so hin. Wie da hinten von dem Poffert hier stand, wo wir gleich auf jeden Fall auch noch was essen, guckt die ganze Zeit schon hier rüber. So, das heißt, das muss hier diese vegetarische Variante sein. Voll schwer, die sind echt gut gefüllt scheinbar. Geil. Beides sehr lecker. Schmeckt so ein bisschen wie Bruschetta, nur in dem Teig dann halt, nicht auf dem Brot. Auch sehr gut, aber das Fleischding hat mir besser gefallen, muss ich sagen. Ja, einmal beiße ich gleich noch ab, dann darf Lars essen und dann gucken wir mal, was wir hier als nächstes essen. Es geht weiter. Wir haben gerade schon mal Getränke geholt für 3 Euro pro Becher. Also eine Cola und ein Wasser gleich 6 Euro. Jetzt habe ich hier einen Beef Brisket Burger. Das sieht mega geil aus. 15 Euro, also 14, ich konnte noch extra Käse wählen, deswegen 15 Euro. 14 bis 16 Stunden geschmortes, gebratenes Fleisch, wie heißt das denn dann? Gegrillt. Ja, so stand es, glaube ich, nicht drauf. Hausgemachter Krautsalat, Preiselbeersoße, oh Gott, ich habe nichts vergessen, hausgemachte Aioli, meine ich, ist da auch noch drauf. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr geil aus. Bin ich mal gespannt, wie ich das jetzt esse, ohne mich komplett voll zu sauen. Ich glaube, das funktioniert nicht. Er hat mir auch die Servietten dann gerade empfohlen. Oh Gott, das fällt schon auseinander. Oh Gott, oh nein. Ach du Scheiße. Kack, ich bin jetzt schon voll gesaut. Okay, es ist mega geil. Ich hatte noch kein Fleisch, aber alles andere schmeckt schon mal gut zusammen. Weil das ist so geil. Das schmeckt so gut zusammen alles. Ich sehe wahrscheinlich aus wie Sau gerade. Meine Hände sehen aus. Vielleicht muss man sich da gleich noch eine Gabel, um den Rest rauszusuchen. Mega, mega geil. Mir tut der Lars leid, der sich das ja gleich auch noch irgendwie essen will. Du machst das schon. Boah, das ist so gut. Ich würde gerne irgendwie das Fleisch mal einzeln essen. Oh nee, das lasse ich besser, das fällt auseinander. Es ist richtig gut. Ich glaube, ich esse das mal eben irgendwie auf. Und dann entweder sehen wir uns gleich oder ich hole direkt das nächste. Mal sehen. Hände sind sauber und ich stehe mit dem nächsten hier. Ein Hähnchenhörnchen. Noch nie gesehen, sieht sehr interessant aus. Ich habe jetzt mit Chicken und Kartoffelbällchen Soße, Chili, Cheese. Und die Waffel ist auch selbst gemacht. Also, sehr interessant. Ich glaube, das hier ist Hähnchen, würde ich behaupten. Das Hähnchen ist auf jeden Fall sehr knusprig. Die Sohne ist scharf. Hui.
Ja, gute Soße. Alter Falter. Ich weiß nicht, ob dir das so scharf ist. Das Krasse ist, der hat die zum Glück nicht nur oben drauf, weil ich ein bisschen Angst war. Der hat alles dann in so einen Topf, das zusammengemischt, sodass halt auch überall Soße dran ist. Schmeckt nach Krokette, aber eine leckere Krokette. Finde ich gut. Hat 8 Euro gekostet. Hier sieht man nochmal so ein Hähnchenstück. Ich finde es lecker. Ich weiß nur nicht, ob ich schon mal ein besseres Hähnchen gegessen habe. Aber die Idee ist halt richtig geil, ne? So in der Waffel, die kannst du hinterher aufessen, du versaust dich nicht. Finde ich richtig, richtig gut, die Idee. Also ich weiß nicht, ich glaube jetzt gerade so, die Kroketten schmecken mir halt auch sehr gut und zusammen ist das halt auch voll die geile Kombi, voll mit der scharfen Soße. Sonst hatten die noch Teriyaki und Barbecue, glaube ich, keine Ahnung. Aber ich bin mit meiner Auswahl echt ganz zufrieden. Bin gespannt, was Lars noch hier dazu sagt. Ein Stück Hähnchen muss noch und dann, weiß ich nicht, essen wir die Waffel auch wirklich auf? Ja. Besser als wegschmeißen. Nächstes Essen ist da, Corn Dog. Mein erster Corn Dog, habe ich noch nie gegessen. Im Hamburger Dom, als wir in Hamburg waren. Schaut euch das Video gerne an. Wollte ich auch ein Essen, aber haben wir irgendwie nicht gemacht. Sieht ganz schön dick aus, das Ding. Was auch, ey, Gewicht hat das. Und das trieft nach Fett. Ja. Hi. Hat nur den Teig passiert. Also Maisteig ist schon mal in Ordnung. Die Wurst ist ganz schön warm. Alter. Haben die Musik aufgedreht? Hört sich so laut hier an auf einmal. Wirklich? Ist das auch tatsächlich ein bisschen voller geworden, muss ich sagen. Obwohl es jetzt gerade angefangen hat, so ein bisschen zu regnen. Ich glaube, jetzt gerade ist schon wieder aufgehört, aber... Ja, also Singer Gewicht. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt so besonders finde. Was habe ich denn bezahlt? 8 Euro? 7 Euro? 7 Euro. Ja. Da gab es auf jeden Fall schon geileres hier, glaube ich. Aber es ist eine Erfahrung wert. Nochmal hier. Irgendwie kompliziert zu essen. Aber ist in Ordnung. Also, ne? Wie du gesagt hast, es hat so halber Hotdog. Wobei ich einen Hotdog einfacher fände zu essen. Jetzt kommt langsam der Spieß auch raus. Ich mal gucken, ob man den nach vorne schieben kann oder wie man es weiter macht. Ich weiß nicht, Lars, hast du schon mal einen Hotdog gegessen? Hast du schon mal einen Hotdog gegessen? Ein Corn-Dog? Ja, bin ich gleich mal gespannt, was du dazu sagst. So sind auch mehrere Auswahl. Wir haben jetzt mal ganz classy, einen classy Corn-Dog, einen classy Ketchup genommen, weil Senf mögen wir nicht. Aber Chili-Mayo und so hatten die auch. Aber wir haben ja gesagt, wir nehmen Ketchup, deswegen wollte ich einfach was anderes drauf machen. So, ich beiß nochmal ab und dann darf Lars gleich erstmal essen. So langsam fülle ich mich auch. Ich glaube, wir können gleich mal Richtung Nachtisch gehen. Es geht weiter. Also ich muss sagen, der Corn Dog, gerade schon gesagt, es war lecker, ja. Aber wir hatten hier auf jeden Fall Besseres. Also, ne, mehr, wo man im Himmel schwebt. Ich muss sagen, das hat so gestopft, ne, am Ende. Das ist richtig satt auf jeden Fall, ne. Ich glaube, wenn man davon so, die bieten das auch mit Pommes an. Wenn man den mit Pommes isst, würde auch locker reichen. So, und jetzt mein vom Anrichten her schon so ein Highlight. Ja, der Burger sah auch geil aus, aber... Guckt euch diese Poffertjes an, wie die aussehen. Ist das nicht hübsch? Ich finde, das sieht so gut aus. Sieht sehr lecker aus. Poffertjes mit Nutella und Erdbeeren und Puderzucker für 6 Euro, ne? Ja. Sahen gerade auf jeden Fall sehr, sehr fluffig aus. Oh ja, die sind sehr fluffig. Mal sehen. Lecker. Irgendwas ist da im Teig noch drin an. Ich würde fast sagen, das schmeckt so ein bisschen wie Alkohol, aber kann ja nicht sein. Also es ist, Poffertjes sind ja eigentlich so Pfannkuchenmäßig. Und schmeckt jetzt nicht wie ein klassischer Pfannkuchenteig, aber ich habe auch noch nie richtige, echte Poffertjes gegessen, glaube ich. Erdbeere wird auch noch probiert. Erdbeere mit Nutella, da macht man nie was falsch. Wie viele waren das denn hier? 2, 4, 6, 8, 10, 11? Vielleicht habe ich mir auf erzählt.
Aber finde ich 11 Euro. 11 Dinger plus Erdbeeren. Erdbeeren sind ja eh schon sau teuer. Mit Nutella dafür 6 Euro finde ich in Ordnung. Sieht sehr geil aus, es schmeckt lecker. Ich kann schon nicht mehr erwarten, ich muss noch mal eins essen. Ja, ich weiß nicht, was ich sagen soll, es schmeckt lecker. Das erste Süße, ne, was wir haben. Und es ist lecker. Und ich muss aber auch sagen, ich bin echt satt gleich. Ich esse mal eben auf. Wir haben aufgegessen, ich bin super, super, super satt. Und um einiges ärmer, glaube ich. Wenn wir zusammenrechnen, ich glaube, ihr habt den Preis schon gesehen, von daher... Was schätzt du? Wir haben gerade schon ungefähr 40. Gerade noch eine zweite Ladung Getränke geholt, habe ich ganz vergessen zu sagen. 14. Sind nochmal 12 Euro gewesen. Ja, ich denke auch. Wenn wir Getränke mit reinrechnen, dann sind wir über 50. Wenn ich überlege, was ich und was du bezahlt hast, ja, irgendwo um den Dreh denke ich auch. Ihr, wie gesagt, ihr habt es jetzt wahrscheinlich schon längst gesehen. Also wirklich sehr lecker. Dafür, dass wir jetzt erst hier angekommen sind und so gar nichts los war, ein bisschen komisch. Ich finde es super schwer, das einzuordnen. Wir haben gerade schon versucht, das so ein bisschen für uns klar zu machen, was unser erster, zweiter, dritter Platz ist. Ganz klar, Poffert hier ist mega geil, aber es passt jetzt zu der Gruppierung gar nicht rein. Von daher, als Nachtisch super, haben wir jetzt gesagt, und außen vor bei der Wertung, aber sehr, sehr lecker. Ja, Lars hat schon gesagt, seine Eins sind die Empanadas gewesen. Ich fand geschmacklich den Burger super, super, super geil. Das hat einfach alles zusammengepasst. War aber auch recht hat, so richtig Streetfood war es halt, ne, der war riesig. Ich war danach vollgesaugt wie sonst was, ihr habt meine Hände gesehen. Das war halt dafür einfach scheiße. Aber er war halt wirklich, wirklich geil, das war Traum. Und jetzt die anderen drei Sachen, die wir hatten, ich finde es so schwierig, das einzuschätzen, weil ich fand, jedes war auf seine Art irgendwie so lecker und so cool. Also diese Idee dahinter, also Corn Dog, ich kannte schon, ich habe es nur noch nie gegessen. Aber sonst die anderen Sachen, Empanada, glaube ich, gesehen schon mal, waren aber super lecker gefüllt. Viel Füllung drin überhaupt, vom Preis her auch. Das war das Billigste, was wir heute hatten. Ah nee, okay, das Getränk für 50 Cent weniger. Aber halt auch super lecker, diese Hähnchenhörnchen. Mega coole Idee. Gut, da fand ich jetzt das Hähnchen, hätte vielleicht noch ein bisschen, weiß nicht, außergewöhnlicher sein können. Aber ich, wie gesagt, ich finde jedes für sich ja total geil, deswegen finde ich es für mich persönlich schwer einzuordnen. Ich glaube, dann wären doch die Empanadas oder das Hähnchen. Ah, nee, ich kann es nicht sagen, weiß ich nicht. Also es war einfach wirklich alles richtig, richtig lecker. Finde ich cool. Vielleicht müssen wir es mal öfter machen, mal in andere Städte, vielleicht immer was, wo mehr los ist. Mal gucken. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare. Ich weiß nicht, dieses Jahr kommt da noch so viel? Keine Ahnung. Aber war auf jeden Fall eine richtig coole Erfahrung. Muss man öfter machen. Und wir sind schon mit echt Hunger angekommen. Und jetzt bin ich so satt. Von daher noch eben austrinken und dann geht's ab nach Hause. Und dann erstmal ein kleines Food-Koma-Schläfchen machen. Mal sehen. Lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da, abonnieren nicht vergessen und nächste Woche auch wieder einschalten. Wir machen noch ein paar coole Sachen diesen Sommer. Von daher bleibt immer dabei. Bis dann. Tschüss.